ja von Anfang an, auch während des Prozesses, gewusst, dass Barbara von Heidenberg ihre Ex-Ehemänner Wolfgang von Heidenberg und Paul Wielander getötet hat. Das Gleiche hat sie mit ihrer Stieftochter Miriam versucht. Und mit Robert und Werner Saalfeld. Da Barbara von Heidenberg jetzt plant, Valentina, die Tochter von Robert Saalfeld, zu entführen, kann ich aber nicht länger schweigen. Wenn ich jetzt aussage, dann kläre ich vergangene Verbrechen auf und verhindere zukünftige. Das rechtfertigt die Anwendung der Kronzeugenregelung nach § 46b des Strafgesetzbuches. Boah, das ist ja gut getan. Copacabana? Ja. Überlegst du schon, wohin wir uns absetzen sollen? Brasilien liefert doch nicht an Deutschland aus, oder? Nein, ich glaube nicht. Ach, kommen Sie. Von Kollegin zu Kollegin. Das ist Ihnen doch sicher auch schon mal passiert, dass Sie einen Termin von Ihrem Chef nicht eingetragen haben und dann den Zettel verschmissen haben, wo es draufsteht. Das muss doch auch bei der Staatsanwaltschaft möglich sein. Ich will doch gar nicht wissen, worum es bei diesem Termin geht, sondern nur, wann er stattfindet. Ja. Was? Übermorgen schon? Nein, 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 übermorgen ist nur Herr Zastrup wahnsinnig eingespannt, aber ich schaffe es sicher, den Termin dazwischen zu legen. Vielen Dank erstmal, ja? Ja, danke, wiederhören. Ja, Barbara von Heidenberg ist hier. Grüß Sie. Wissen Sie, ich habe nur eine kurze Frage. Ich habe da gerade was in der Zeitung gelesen, das interessiert mich. Kronzeugenregelung. Ja, das heißt doch, dass man mit einer wesentlich milderen Strafe rechnen kann, wenn man gegen seinen Komplizen aussagt, oder? Was? Man kann gänzlich straffrei ausgehen. Nein, vielen Dank. Das war's schon. Das hat mich einfach nur interessiert. Danke. Vielen Dank, ja. Scheiße! Ich gehe nicht mehr ins Gefängnis. Nie wieder! Frau Saalfeld? Sie wollen verreisen? Ja, nein. Nur zum Sport. Und was wollen Sie? Ich möchte mit Ihrem Mann sprechen, etwas Geschäftliches. Ja, der ist nicht da. Und wo kann ich ihn finden? Das weiß ich doch nicht. Also hier ist er jedenfalls nicht. Ist alles in Ordnung? Ja, und wenn nicht, dann wären Sie sicher die Letzte, der ich mein Herz ausschütten wollte. Also verschwinden Sie bitte, ja? Ja, ja, ich gehe. Schade, dass Sie nicht abreisen. Ich brauche dringend ein Taxi zum Flughafen. Hotel Fürstenhof. Nein, nicht zum Eingang. Ich komme Ihnen entgegen auf der Dorfstraße, ja? Gut, bis gleich. Ja, ich weiß. Wir machen jetzt einen großen Spaziergang und wenn wir zurückkommen, dann koche ich dir ein 5-Schnuller-Menü. Eines Tages wirst du dafür büßen. Das schwöre ich dir. Ist was? Nein. Immer noch Angst, dass ich dir deine Kleine wegnehmen will? Komm, mein Engel. Mit dieser Dame wollen wir nichts zu tun haben.